Hallo liebe Leute, mein Name ist Peter und ihr guckt euch AVA Media Kanal an. Heute werden wir zwei Episoden aufnehmen. In der ersten Episode werde ich euch diese Osmoseanlage zeigen, darüber sprechen, welche Wasserfilteranlagen überhaupt gibt und welche was eigentlich taugt. Und in diesem Video werden wir diese Anlage auch installieren, damit ihr wisst, wie man diese Osmosetech Ultimate Plus Anlage installieren muss. In der zweiten Episode, die gleich nach diesem Video kommt, werde ich euch dieses SodaStream Easy One Touch Gerät zeigen und darüber ein bisschen mehr erfahren. Wenn ihr Lust habt, dann bleibt mit mir. Wir legen sofort los. Also, während ich dieses Paket aufmache, sollen wir schnell darüber sprechen, welche Wasserfilterungsanlagen noch gibt. Es gibt eine Marke, der heißt Brita zum Beispiel in Deutschland, sehr oft verkauft. Allerdings der Marke Brita verkauft nur Geräte, die die Wasser entkalten, also weicher machen. Das heißt, das Gerät zieht aus unserem Trinkwasser die Calcium raus und dadurch verkalken unsere Bügeleisen und ähnliches nicht so leicht. Brita hat auch so Karaffen, wo der Filterung in der Karaffe durchgeht, und Brita verkauft auch Untertischgeräte für etwa 700, 800 oder 1000 Euro. Eine Osmoseanlage dagegen filtert das Wasser bis zur Molekularebene, das heißt, die ganze Medikamentreste, wie zum Beispiel Verhütungsmittel und Antibiotika, die überall in der Welt, auch in Deutschland, in unserem Trinkwasser enthalten sind, in sehr kleinen, geringen Mengen, aber die sind in unserem Trinkwasser drin. Diese Anlage kann diese Medikamentrückstände auch rausfiltern. Und diese Anlage kostet nur 300 Euro. Wenn wir schon über die Preise sprechen, dann dieses Gerät ist der Ultimate Plus. Das kostet 300 Euro. Es gibt eine auch mit 400 Euro, der eine größere Wasservolumen auf einmal reinigen kann. Das kann 1 Liter, der 400 Euro kann 1,5 Liter pro Minute filtern. Und es gibt aber auch günstigere Maschinen, so in der Höhe 60, 70 Euro. Die können halt nur eine halbe Liter pro Minute filtern. Welche andere Entscheidungen müsse man noch treffen beim Auswahl so eines Geräts? Der andere Entscheidung außer der Flow Rate, also der Produktionsgeschwindigkeit, ist, ob das Gerät einen Puffertank haben soll oder wie dieses Gerät ein elektrisches Motor haben soll. Das Problem ist mit dem Puffertank, meiner Meinung nach, ist, dass den Puffertank musst du jede zweite Woche einmal komplett durchspülen. Wenn du so ein Gerät länger nicht verwendest, dann in dieses Stehwasser, was in diesem Filter stehen bleibt, können Keimen ausgerechnet Legionell bilden, und dann habt ihr ein echtes Problem wegen dieser Krankheit oder anderer Krankheiten, die durch den Stehwasser entstehen können. Genau deswegen habe ich, und beim Spülen der 3 Liter Tank musst du etwa 6 bis 9 Liter Wasser verwenden, bis du den Tank durchgespült hast. Deswegen habe ich für dieses Gerät entschieden, weil das keine Puffertank hat, aber einen elektrischen Motor hat, der eine Elektropumpe, der dem Wasser hochpumpt. Also,
Bevor jemand fragt, hier handelt es sich über keine Sponsoration. Das heißt, das Gerät habe ich für echtes Geld gekauft und habe keine Gegenleistung vom One Osmose Tech bekommen, beziehungsweise von der Händler, der heißt, also der Firma heißt RDL Group, wo ich den Gerät gekauft habe. Es kommt mit einer richtig gut zu verstehen User Manual, aber der Webseite heißt anders. Gib mir eine Sekunde. Also der Handy ist der Kamera. Unten im Link werde ich euch schreiben, wie der Webseite heißt, wo ihr dieses und ähnliche Geräte kaufen könnt, wenn ihr wollt. Jetzt sollen wir angucken, aus welchen Teilen das Gerät steht, beziehungsweise was ist in der Verpackung drin. Wir haben hier verschiedene Hilfsmittel, um diese Gehäuse aufzumachen. Dann haben wir einen Anschluss für den Abfluss, weil der Überdruck und die Spülung wird direkt in den Abfluss gehen. Dann haben wir hier noch weitere Wasseranschlussteile, die wir zum Anschließen an der Wasserleitung brauchen. Wir haben eine richtig El Cheapo Einweg-Wasserhahn für unser gefilterte Wasser. Dann haben wir die nötigen Kabel oder Dann haben wir die nötigen Schläuche, die wir zum Anschließen brauchen. Und apropos Anschließen, anschließend haben wir unsere verschiedenen Membrane und Filter. Ich glaube, das ist eine Hochleistungsmembrane, ne? Habe ich als erstes getroffen. Dann haben wir, vielleicht könnt ihr hören, eine Aktivkohlefilter. Dann haben wir eine Aktivkohle-Blockfilter. Den kannst du nicht schütteln. Und wir haben eine Sedimentfilter, was auch immer das ist. Und es sieht wie folgt aus. Die Filter, also diese drei, müsse man etwa 6 Monate oder aber spätestens in einem Jahr tauschen. Der kostet um die 30, 35 Euro jede 6 Monate. Und den Membran müsse man einmal im einen, spätestens in 2 Jahren tauschen. Der Membran liegt hier oben und dann gucken wir gleich in den User Manual an, welche Filter, obwohl das hier drauf steht, Aktivkohle Blockfilter ist in dem. Der Aktivkohle Filter, also der, der Geräusche macht, ist hier, ist auch nummeriert, Nummer 2, ne? Und dann sollte hier irgendwo eine Nummer 3 drauf sein, genau, hier ist Nummer 3 drauf und Nummer 1, ne? 1 und sogar farblich markiert, echt geil, muss ich sagen, ich habe viel Schlimmeres erhofft, kommt hier rein und dieser Behälter ist durchsichtig, auch hier kann man noch zusätzlich durchsichtige Gehäuse bestellen, dass du drinnen sehen kannst, wie der Filter aussieht. Es gibt in der User Manual und auch auf der Webseite einen Farbencode, das wird sich mit der Zeit verfärben, immer dunkler und wenn es so praktisch fast diese Farbe hat, wie dieser Aufkleber oder Papier hier, dann müsse man tauschen, dann sollte der 6 Monate ungefähr um sein. Das werden wir natürlich in unserem Langzeittest mal bewerten und dann in einem Jahr etwa gibt es ein Folgevideo zu dem Thema. Also wenn wir den Setup hier haben, dann werde ich schnell noch den SodaStream OneTouch Easy, noch einmal Easy OneTouch, entpacken
Und dann, jetzt in diesem Video, nach dem Schnitt, fangen wir an, dieses Gerät zu installieren. Toi, toi, toi. Also dann sollen wir unser Gerät zusammenbauen. Ich versuche so viel hier an der Tisch fertig zu machen, wie möglich, anstatt gleich unter der Tisch dort auf vier Pfoten das euch zu zeigen. Als erstes werden wir die Filter reinpacken, wird wahrscheinlich die einfachste Aufgabe überhaupt. Und dann müssen wir die Schläuche anschließen. Hier, das ist immer mit so einer Aufkleber markiert, Nummer 1 ist die Eingang. Die Nummer 2 hier an der Seite ist die Abfluss. Und Nummer 4 hier oben geht an unsere neue Wasserhahn. Dann fangen wir schon mal mit dem User Manual an, weil obwohl wir wissen ungefähr, was zu tun ist, es ist immer weise, den User Manual zu lesen. Erst legen wir diese große blaue Membran in diese obere Kanister hier. Dazu müssen wir den Schlauch rausziehen. Die erste Frage ist, wie kann man den Membrane montieren? Um das Membrane zu montieren, musst du den Deckel von diesem Behälter abnehmen. Um das Deckel abnehmen zu können, musst du diesen Schlauch hier entkuppeln. Den Schlauch kannst du damit entkuppeln, dass du diese kleine blaue halbe Mond rausziehst, den Fitting zusammendrückst, also in Achse zu der Schlauch, und dann kannst du den Schlauch rausziehen. Und dann kann man den Deckel abdrehen. Wir sollen auf diese Dichtung Ring schön aufpassen, wieder richtig zurücklegen, dass er nicht quetscht und am Ende richtig schließen kann. Den Membran selbst stecken wir mit dem großen schwarzen Ende nach hinten, die kleine schwarze Ende nach vorne in das Behälter rein. Also wir checken noch einmal, ob der Dichtungsring richtig sitzt, und wir ziehen die Gewinde mit Gefühl an. Vorsichtig, wir versuchen nur mit so viel Kraft anzuziehen, wie unbedingt nötig. Wir stecken halt als letzter Schritt den Leitung in das Fitting, so tief wie möglich, und wir platzieren dieses blaue Teil unter der Kragen von dem Fitting. Jetzt kommt Filter Nummer 3. Wir entfernen diese Plastikverpackung. Diese Filter kann man in jeglicher Orientation in der Filtergehäuse reinstecken, und dann müssen wir das nur noch wieder anziehen. Für diesen Schritt können wir auch diese mitgelieferte Filter-Anzieh-Tool verwenden. Werkzeug, das wollte ich sagen. Werkzeug verwenden. Wir ziehen den Filter an, nicht mit ungeheuer Kraft, dass wir das kaputt machen, aber das muss sicher sitzen, sonst wird später der Wasser tropfen. Filter Nummer 2. Hier wird der Stromkabel im Weg sein. Filter Nummer 2 ist der, der diese Geräusche macht. Wir entfernen die Verpackung. Also bei diesem Filter ist es nicht mehr egal, wie wir das reinlegen. Eine Seite hat so eine durchsichtige Gummi am Ende, der andere Seite, der untere Ende, hat so Löcher. Wir legen das hier rein und wir ziehen die Gewinde an. Und wieder können wir unsere Filtermontage-Werkzeug verwenden.
nicht extrem anziehen, aber es muss richtig sitzen. Filter Nummer 1 mit der gelben Aufkleber und die Nummer 1 auf der Filtergehäuse und auf der Filter. Wir entfernen die Verpackung und das Papierblatt. Den Filter legen wir einfach in das Filtergehäuse rein und an das Ding. Wir können wieder diese Filteranziehwerkzeug verwenden. Also wir haben zwei verschiedene Schläuche an das Gerät bekommen. Der dicke Schlauch ist zur Frischwasseranschluss und die dünne Schlauch ist der den Abfluss mit dem Gerät verbindet und den Wasserhahn. Damit wir diesen Arbeitsgang nicht unter dem Tisch machen müssen, mache ich das hier gleich vor eure Augen. Noch einmal, wir entfernen den blauen kleine Ding und wir müssen das Rohr einfach reinstecken, so tief es geht, und dann diese blaues, komm schon, Ding wieder hier unter der Kragen reinstecken. Fertig. Um zu zeigen, wie diese Fittings funktionieren, da müsst ihr einmal dieses blaue Ding rausziehen. Dann nehmt ihr den Schlauch. Den Schlauch stecken wir rein, so fest, dass er sich zulässt, aber nicht zu fest. Ihr zieht ein ganz wenig zurück und dann könnt ihr diese kleine blaue Scheiße hier reinstecken. Und fertig. Jetzt gehen wir in die Küche rein. Also wir haben auf dem GoPro gewechselt, weil ich brauche jetzt beide Hände, um euch zu zeigen, wie die einzelnen Komponenten unter der Tisch zusammengebaut werden. B, der GoPro hat seine eigene Lampe, dass ihr da unten mehr seht. C, das GoPro wird jetzt von meiner lieben Frau bedient, so dass ich beide Hände frei habe, aber trotzdem ihr eine Nahaufnahme von die Sachen hier habt, wie das Gerät zusammenzubauen ist. Wir gehen natürlich nach der Bedienungsanleitung, aber für viele Leute ist es einfacher zu sehen, wie das geht. Als erstes zeige ich euch, was ihr alles braucht, um das Gerät installieren zu können. Dieses Gerät kommt auf seine eigene Fuß. Wir brauchen eine 12 mm Durchmesser Bohrer, um das Wasserhahn durch der Tischplatte durchbohren zu können. Ich rechne damit, dass das die schwierigste Aufgabe in der Ganze sein wird. Dann brauchen wir eine 6 mm Bohrer, um ein Loch an der Abflussrohr zu machen, um diese Fitting für den Abfluss zu montieren, also damit hier der Wasser in das Abflussrohr durchfließen kann. Und wir brauchen Teflon, diese Teflonband, das kann man in die Installateur, Sanitärladen, Beva, Hornbach und wie auch immer kaufen, um diese Gewindeverbindungen abzudichten. Zeige ich euch gleich, wie das geht. Obwohl der Montage von der Wasserhahn der komplizierteste ist, weil das wir in dem bestehenden Möbel ein richtiges Loch bohren müssen, mit Abständen, dass es hier auch alles funktioniert, zeige ich euch gleich genau, wie das geht. Der Anschluss der Schlauch, also der Wasserschlauch, ist hier der einfachste. Wir haben hier dieses Fitting, ist der gleiche von beiden Seiten. Das müsst ihr einfach nur, das muss man hier einfach nur reinstecken und viola, fertig. Da muss man nur den anderen, das Schlauch, reinstecken, so tief es geht, und fertig. Dann muss man nur noch dieses blaue Fittings
hier reinstecken. Der zweite hier oben. Da muss man ein bisschen rausziehen. Und fertig. Das Wasserhahn ist montiert. Wie ihr das wieder lösen könnt, so wie ich da oben schon gezeigt habe, blaue Dinge raus, das Knopf hier unten reindrücken und dann kommt das Schlauch einfach raus, hier das auch zudrücken und dann könnt ihr den Wasserhahn einfach rausziehen. Der Anschluss des Abwassers ist ziemlich einfach. Wir brauchen die 6 mm Bohrer. Mit dem 6 mm Bohrer müssen wir ein Loch an der Abflussrohr, der senkrecht runterkommt von der Waschbecken, bohren. Dann kleben wir diese polyformartige Isolierung um das Rohr, um das Loch. Ne? Das Loch ist dann hier dazwischen, das kann man draufkleben. Und diese Schelle kann man mit den zwei Muttern einfach anziehen. Und das Anschluss des Schlauches ist ziemlich einfach. Da nimmst du einfach den Schlauch von dem Abfluss. Auf der Schlauch muss man diese Mutter draufziehen, das hier reinstecken. Ne? Dann ist diese Ende, dann ist diese Ende schon in der Abfluss drin. Diese Mutter muss man nur noch anziehen. Nicht zu fest. Die Plastikgewinde kann man sehr schnell kaputt machen und dann ist es betonfest. Etwas komplizierter wird der Anschluss des dicken Schlauches, was das Frischwasser bringt. Ne? Wir haben jetzt eine sogenannte Eckventil in der Wand, wo wir noch auch eine Pumpenzange brauchen werden, um das Eckventil nicht aus der Wand drehen, ne? Sondern das Schlauch von der Eckventil abdrehen, wo das Schlauch zu der aktuellen Wasserhahn drin ist, da setzen wir das rein, so dass wir dieses Loch erreichen können. Den Schlauch, was jetzt drin ist, drehen wir hier oben wieder rein. Dann kommt dieses Ventil, das ist einfach eine Zu- und Aufventil, die wir dann hier rein drehen. Aber bevor wir das reindrehen, müssen wir Teflon hier und hier ran machen. Und dann, wenn das alles jetzt provisorisch nur, ne, per Hand lege ich das zusammen, müssen wir praktisch den Wasserleitung, dieser dicke Schlauch hier anschließen. Dazu müssen wir, so ist der Ventil immer geschlossen, wenn das senkrecht zu dem Schlauch ist. Wenn es parallel mit dem Schlauch ist, dann ist es auf. Ne? So ist das Ventil, alle Ventil sind, funktionieren gleich. So, dieses, wo habe ich es hier? Genau. Dieses Mutter kommt hier auf der Schlauch drauf. Der Schlauch kommt hier drauf, so dass er so richtig so eine Auswölbung hat. Ja, und dann geht der Mutter wieder an. Die ziehen wir an und dann ist es fertig. Ich muss mich entschuldigen bei denjenigen, die eventuell den Ventilator hier hören. Es ist wegen der Studiolampen so wahnsinnig heiß hier, dass ich einfach nicht arbeiten kann ohne den Ventilator. Wie gesagt, die erste Aufgabe ist, diese Wasserhahn zu montieren. Das erste Schritt ist hier, die richtige Stelle zu finden. Wir haben jetzt so entschieden, dass wir den Wasserhahn genau halbwegs zwischen Fensterleibung und der Gurtwickler montieren, weil so können wir den Fenster auch 100% aufmachen und wir können auch noch das Tastatur von der elektrischen Gurtwickler erreichen. Um das zu machen, brauchen wir ein 12 Meter Durchmesser Loch zu bohren. Den gleiche Problem haben wie ich, dass deren Schraubendreher nur oder Bohrmaschine nur eine Zehner schafft,
einspannen kann. Die müssen wie ich so eine Bohrer nehmen, der 12er ist, aber der schafft nur 10er. Also bohren wir mal durch. Es ist sehr wichtig, dass wir den Loch bei der ersten Versuch in der Mitte kriegen und das Bohrer soll so senkrecht sein wie nur möglich. Also wir saugen den Späne gleich auf. Wir gucken schnell an, wie das unter das Möbel aussieht. Und da ist der neue Loch, während Diana staubsaugt, die wir gerade ausgebohrt haben. Der Wasserhahn kommt mit diesen Scheiben. Und zwar haben wir einmal das Gewindeteil von unten. Darauf kommt der kleinere Plastikscheibe und der Abdeckung oben mit dem Gummilippe. Also die ist so zusammenzubauen und hier steht dann der Wasserhahn drauf. Also, wie ihr sehen könnt aus den Lichtverhältnissen, es ist eine Nacht vergangen. Gestern Abend um 8 Uhr hat sich der Montage gescheitert an dem Punkt, dass der Wasserhahn und seine Gewinde ist nicht lang genug, dass es auf so eine Arbeitsplatte montiert wird. Der Hersteller denkt eigentlich, den Wasserhahn hier auf das Metallwaschbecken zu montieren, was wir aber nicht machen wollen, weil wenn wir das hier montieren, dann können wir die Fenster nicht mehr komplett aufmachen. Wie gestern schon vermutet, der schwerste Teil ist der Montage von der Wasserhahn. Und um das Problem zu lösen, werde ich mit dieser Bosch Multitool 2 cm habe ich hier mit Tape markiert, aus der Unterkante des Möbels rausfräsen, damit ich dann die mitgelieferte Wasserhahn montieren kann. Wir sehen uns gleich, wenn es fertig ist. Also so sieht aus der Fräsarbeit mit der Maschine. Ihr könnt sehen, dass der Gewinde schon sichtbar ist und das habe ich auch schon getestet mit dem Gewindeteil von dem Wasserhahn. Das funktioniert und ich kann das jetzt montieren. Also so sieht das aus. Der Mutter für den Wasserhahn ist montiert. Der Wasserhahn sitzt fest und jetzt müssen wir nur noch den Schlauch an Klipsen, wie ich das euch gestern gezeigt habe. Also der nächste Schritt ist, der Zuwasser zu montieren an der rechten Wasserhahn. Das ist der Kaltwasser. Und dann montieren wir den Abfluss an dieses senkrechte Rohr. Der erste Schritt ist, dass wir diese Wasserhahn hier zudrehen. Das ist eine Zwei-Weg-Ventil, das heißt, dieser Wasserhahn gibt der Wasser an der Waschmaschine. Spülmaschine, Entschuldigung, und dieser Wasserhahn gibt der Wasser an der Armatur hier oben. Also wir drehen diese Ventil ganz fest zu und dann mit einer Pumpenzange lassen wir vorsichtig den Verbindung lösen und wir passen auf, ob da irgendwelche Tropfen oder ähnliches rauskommt. Wenn wir diese Fittings öffnen, dann müssen wir aufpassen, dass die Gummiisolierungen nicht rausfallen, weil sonst müssen wir die später ersetzen. Als nächstes kommt diese Fitting. Wie gesagt, den Wasserhahn, was wir noch installieren werden, installieren wir noch nicht, sonst können wir das nicht wegen des Wenders herumdrehen. Und der Gummidichtung ist schon drinne. Das ziehen wir auch mit der Zange an. Wenn wir das mit der Zange anziehen, dann müssen wir aufpassen, dass dieses Loch nicht Richtung Wand liegt, weil dann können wir den Wasserhahn nicht mehr montieren. Oder das Ventil. Jetzt können wir den Wasser für den alten Wasserhahn wieder montieren. Das ist der Wasserhahn, den wir jetzt montieren müssen.
Und hier müssen wir auch in der, laut User Manual eine Teflon Band drauf machen. Bei der Anwendung von dieser Teflon Band muss man aber aufpassen, in welche Richtung wir den Teflon Band drauf wickeln auf das Gewinde. Ne? In Europa, außer Russland, wird jede Gewinde Richtung Uhrzeigersinn reingedreht. Das heißt, den Teflon Band müssen wir in die Gegenrichtung drauf tun, damit wir den Teflon Band nicht abwickeln, während wir den Gewinde in das Loch reindrehen. Wir sollen etwa 4 bis 5 Runde wickeln, dann können wir das Teflonband durchreißen und wenn wir das reindrehen, dann kommt der Teflonband nicht mehr runter. Jetzt drehen wir das Ding unten rein. Also wir drehen diesen Wasserhahn hier oder Ventil hier in das Gewinde rein. Wir ziehen das kräftig an, aber wir versuchen nichts zu brechen. Und jetzt können wir testen, wie unsere Gewinde schließen. Wir werden ganz vorsichtig diese Gewinde hier, diese Ventil hier aufmachen. Und wir können sehen, ob hier oder hier etwas tropft. Wie wir gesehen haben, hatten wir nicht ausreichend Teflonband an der Gewinde drauf. Also wir geben noch ein paar Runden. Wir öffnen wieder ganz vorsichtig den Wasser und jetzt tropft er nicht. Jetzt müssen wir nur noch den Abfluss montieren. Also dazu haben wir ein 6er Loch gebohrt. Wir kleben den Dichtung auf. Und wir montieren diese Fitting hier drauf, so dass der Loch mit dem Loch trifft. Wir müssen aufpassen, dass der Loch hier oder das Verbindung auf der Loch ist. Und wir ziehen die Schrauben an. Praktisch der letzte Entscheidungsschritt ist, um zu entscheiden, wie lange Schläuche wir an das Gerät drauf lassen. Da dieses Gerät bei mir auf der linken Seite platziert wird, aber hier drinnen der Membran zu tauschen ist, muss ich so viel Schlauch an das Gerät drauf lassen, dass ich das Gerät mindestens auf diese Position aus dem Schrank rausbringen kann. Das heißt, das wird unsere maximale Länge. Und ich lasse noch auch ein paar, ich würde mal sagen 20 cm extra drauf, dass ich hier frei bewegen kann. Dieses Schlauch sollte man mit dem Cuttermesser schneiden. Ausnahmeweise, ich habe eine extrem scharfe Schere dabei. Wenn ihr das mit dem Schere, eine sehr, sehr scharfe Schere schneidet, dann müsst ihr aufpassen, dass ihr den Rohr nicht zusammenquetscht. Und das Schnitt muss richtig in 90 Grad geschehen, sonst werden die Fittings nicht richtig dichten oder dicht sein. Also, wir messen einmal nach, Frischwasserleitung. Hier kommt der Metallgewinde drauf. Den Schlauch drücken wir ganz, ganz fest auf den Nippel drauf, dass er hier breiter wird und dann nehmen wir die Gewindesteil und ziehen die Gewinde an. Der nächste Rohr ist der Abflussrohr, aber das wäre ein Fehler jetzt so kurz zu machen, weil diese Kante ist da ganz drinnen.
Das heißt, ich lasse eine gute halbe Meter noch drauf, schneide das Rohr durch. Der schwarze Fitting kommt hier auf das Rohr. Wir stecken das Rohr in dieses Loch und wir ziehen einfach die Gewinde an. Der nächste Rohr ist das Rohr, wo der gefilterte Wasser aus das Gerät rauskommt. Wir lassen entsprechend den Rohr lang. Wir müssen das hier durchschneiden. Wir schließen das Fitting hier an. Da stecken wir einfach das Rohr fest rein und wir legen den Stopper, dieses blaue kleine Ding, hier rein. Der Fitting ist fest. Jetzt müssen wir das nur noch auf das Rohr draufstecken. Und jetzt öffnen wir langsam diesen Wasserhahn, dieses Ventil, damit wir den Gerät vorsichtig mit Wasser auffüllen. Wir checken, ob das irgendwo liegt. Also wir mussten das Gerät in der 230 Volt einstecken, weil wir hier drinnen ein Elektroventil haben, ein Magnetventil, die nur dann aufgeht, wenn das Gerät unter Strom ist. Der Ventil ist da drinnen. Wir haben Druck, wir haben gefiltertes Wasser und jetzt müssen wir 15 Minuten lang, also bis 10.40 Uhr, das Anlage durchspülen. Also wir sind fertig. So sieht der Setup aus. Wir haben den gefilterte Wasser und da ist der Gerät unten eingebaut. Nichts tropft und das Idee dahinter ist, dass wir den Filterwasser aufmachen. Unsere SodaStream-Behälter damit auffüllen. Wir legen das in die SodaStream-Maschine rein und wir machen eine Sprudelwasser. Und jetzt können wir unsere Tafelwasser genießen. Sehr lecker und ohne jegliche Medikamentrückstände in dem Wasser. Weswegen haben wir das Ganze gemacht? Wir verwenden so wöchentlich etwa 3, fast 4 Packungen Volvic-Wasser. Und wenn wir das alles durchkalkulieren, dass der Filterungsanlage etwa 300 kostet, dass der SodaStream etwa 80 Euro kostet, dann sind wir ab dem nächsten Jahr schon im Gewinn. In 10 Jahren sparen wir über 1000 Euro inklusive Tausch, die Filter jährlich und oder jede zweimal in der Woche im Jahr Filtertausch und einmal in das Jahr den Membrantausch. Und dann sparen wir die ganze Abfälle, was mit Volvic, also mit dem Mineralwasser aus dem Supermarkt. Wir sparen den ganzen Schleppen, die Flaschen hoch und runter. Wir sparen die Treibstoffkosten, wenn so mag, von diesem Volvic-Wasser aus Frankreich nach Deutschland und so weiter. Also wir versuchen auch, unsere Öko-Fußabdruck ein bisschen zu mindern. Wenn das Video euch gefallen hat, dann sehen wir uns bei dem nächsten Mal. Abonniert den Kanal, drückt auf den Like-Button und teilt dieses Video mit euren Freunden. Bis nächsten Mal. Tschüss.